In Köln kennt man ihn, den Heiligen, um den es heute geht, den Heiligen Pantaleon. Er ist einer der 14 Nothelfer und steht mit seinen Kolleginnen und Kollegen hier in der Pfarrkirche in Gülz auf dem Sockel. Eine der ältesten Kirchen von Köln ist ihm geweiht. Und wie das in Köln so üblich ist, das Viertel oder wie die Kölner sagen, das Fädel, um die Kirche herum ist eben das Pantaleonsfädel. Wer war Pantaleon? Er lebte in Kleinasien im 3. Jahrhundert, also zur Zeit der Christenverfolgung, und er war Arzt. Und er war ein berühmter Arzt. Er wurde Leibarzt des Kaisers, aber er war auch ein sehr sozialer Arzt. Er heilte Arme auch ohne Honorar. Solche heiligen Ärzte gibt es Gott sei Dank auch heute. Nun, weil er das tat und weil er eben Leibarzt des Kaisers wurde, hatte er natürlich viele Neider aus seiner Zunft. Erst recht, weil er eine besondere Art des Heilens hatte. Er schrieb nicht nur Rezepte aus, sondern er betete auch für die Kranken und mit den Kranken. Auf alle Fälle hatte er großen Erfolg. Aber weil er zum Christengott betete, wurde er natürlich beim Kaiser, die Christen wurden verfolgt, denunziert, und es geschah das Übliche. Nämlich, er wurde gefoltert und als alle Foltern nicht halfen, zum Schluss enthauptet. Der Pantaleon. Ja, und wie kam der Kerl nach Köln? Nicht lebendig, sondern im Mittelalter waren die Reliquien wichtig, eben Teile der Heiligen, die man dann sozusagen über die ganze Erde verstreut hat. Und wenn man einen Knochen eines heiligen Arztes hatte, dann war natürlich klar, dass viele Wallfahrer an diese Stelle kamen. Und schon im 9. Jahrhundert wurde Köln ein Zentrum des Pantaleonskultes. Bevor im 13. Jahrhundert die Reliquien der heiligen drei Könige nach Köln kamen und damit den Pantaleon ein bisschen in den Schatten gestellt haben. Was schön ist, in Italien wird er auch sehr, sehr verehrt. Also in vielen großen italienischen Städten gibt es eine Pantaleon-Kirche. Und die Italiener und die Kölner haben ja was gemeinsam. Die feiern ganz gerne. Und auch am 27. Juli, da ist nämlich der Tag des heiligen Pantaleon. Und er ist natürlich Schutzpatron der Ärzte, klar, aber auch der Kölner.